Schon im ersten Jahr von Schwaben-Weiß-Blau hat uns ein Mann die Ehre gegeben. Und seitdem zieht es ihn immer wieder zu uns hierher nach Memmingen. Damals war er noch der Landesvater. Mittlerweile versucht er, in Brüssel die Bürokratie abzubauen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ungefähr so wie am Nordpol Schneeräumen. Also so schwierig ist es, gell? Wir freuen uns, dass er heute wieder Zeit gefunden hat, uns zu besuchen. Bitte begrüßen Sie mit mir den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber. Jetzt ist es an. Meine, die Technik. Da ich Sie jetzt erst zugeschaltet habe, fange ich noch einmal an. Lassen Sie mich zu Beginn meiner Faschingsrede aus der Bibel zitieren. Wie steht es im ersten Buch Markus beim Apostel Paulaner? Wer von euch ohne Steine ist, der werfe die Schulden auf den grünen Zweig der Hoffnung. Denn sehet die Grünen im Bundestag, sie säen nicht, sie ernten nicht, aber ihre Diäten ernähren sie doch. Sortieren Sie sich das einfach selber. Ich verspreche Ihnen, dass ich im Gegensatz zum letzten Jahr heute meinerseits zu keinerlei Pannen Ausdruck, Anlass geben werde. So war ich Edgar Stoiber. Stolpmund, Eder, so war ich Erwin Stolpmund heiße. Ich freue mich, dass ich heute hier in Merklingen zu Ihnen sprechen darf. Liebe Merklingerinnen, liebe meine Damen und hier im Herzen von Bayerisch-Schweden, Schwaben, wo die Menschen noch wissen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und wie der wahre Edmund heißt, wie der wahre Ministerpräsident von, wie der wahre Ministerpräsident von des ehemaligen Bayerns heißt und immer heißen wird. Und das bin immer noch ich, meine Damen und Damen, liebe Quotenfrauen, liebe Beate Merk, liebe Beate Harata, Stamm, Wurscht. Lassen Sie mich lieber auf mich kommen. Über mich kommen. Ich habe sogar einen Flughafen nach mir benannt, und zwar den stolzen Münchner Flughafen Franz Josef Stoiber. Edmund Strauß. Ich weiß, Sie haben hier in Memmingen auch einen Flughafen, also noch. Ja, jetzt seien Sie mal nicht so emotional. Das kann ja trotz Millionen Schulden noch was werden mit Ihrem Flugdings. Die 60er können ja theoretisch auch noch mal in die Champions League. Das Spiel ist rund und grau und alle Theorie dauert 90 Minuten. Erlauben Sie mir, liebe sehr geehrter Memminger Oberbürger Ivo, dass ich Ihnen einen entscheidenden Tipp für Ihren Flughafen gebe, liebe Ivo Holzwinkler. In Zukunft muss man sagen, für einen Flughafen reicht günstig parken nicht aus. Es muss auch weiterhin Flüge geben. Aber Entschuldigung, das fängt ja schon beim Namen an. Nicht wahr? Hier, Allgäu Airport. Entschuldigung, Allgäu Airport. Da hätte ich eine bessere Idee. Ich wäre jederzeit bereit, mich mit meinem Namen an dem Flughafen zu beteiligen. Das wäre dann der Edmund Stoiber, der Flugdings, liebe Flugschreiber, meine liebe Blackboxen, meine Damen und Herren. Ihr Flughafen ist zwar nicht schön, aber im Gegensatz zu Berlin ist er wenigstens fertig, meine Damen und Herren. Verdienst aller, die hier heute hier sind, die sie im Schweiß ihres Arschgesichts, im Angesichts, Entschuldigung, jetzt habe ich mich doch auch einmal versprochen,
Doktor. Da müssen wir den Tatsachen, die Augen in den Tatsachen hineinblicken. Da beißt das X dem U keinen Faden ab, liebe Mäuse. Vielleicht sollten Sie Ihrer Flughafenbaracke ja einen Swingerclub gründen. Es ist ja gerade bei der älteren Generation in und auch bei mir sehr beliebt. Ich selber bin mit großer Leidenschaft ein Swinger. Also bei mir auch. Beim Swingen geht's bei mir ab. Glenn Miller, Frank Sinatra, Dean Martin, all die berühmten Schwinger haben auf musikalischem Gebiet Großes geleistet, liebe Bläser, liebe Bläserinnen, meine Damen und Herren. Aber zurück zum eigentlichen Dings, also zum Kern des Gegenstands. Mein Nachfolger, dieser Seeteufel, er mag vieles nicht richtig machen, aber wenn er etwas richtig macht, dann hat er es von mir gelernt. Da können Sie sicher sein. Und dieser Heinz Seevogel, er setzt ja jetzt die PKW-Maut durch. Ich weiß, viele sagen, diese Maut, die lässt Brüssel sowieso nicht durchgehen. Und wenn, dann wird sie kaum was einbringen. Ich aber sage euch, wenn die Maut zu teuer wird, dann lasst doch eure Autos einfach stehen und kommt in 10 Minuten zum Transpirat, zum Transrapid, liebe Anhänger, liebe Zugfahrzeuge. Sehr geehrte, liebe Ilse Aiwanger, Eigner Nordwand. Ja, das ist meine Eselsbrücke. Sein G9-Volksbegräbnis Begehren ist ja auch in die Hose gegangen. Weil, liebe Freunde, wer Kinder in G8 hat, wer keine Kinder in G8 hat, dem war's wurscht. Und wer Kinder in G8 hat, der hat keine Zeit, sich tagsüber in Unterschriftenlisten einzutragen. Weil er nachmittags seine kleinen Pisa-Verlierer zum Nachhilfeunterricht fährt und am Vormittag das Geld dafür verdienen muss, meine lieben Freunde. In Baden-Württemberg gab es ja jetzt eine Petition gegen den neuen Bildungsplan mit LSB-TTI. Haltet euch fest, das heißt mit lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuellen Inhalten. Die sollten ja dort in allen Fächern vorkommen. Demnächst steht also in Baden-Württemberg im Mathematikbuch, der transsexuelle Kevin lädt seinen schwulen Freund Roger und dessen bisexuelle Schwester Franzi zu seinen beiden Müttern ein, um über Transgender-Themen zu diskutieren. Frage, wie viel Gläser Aperol Spritz werden gesoffen, bis der Notarzt kommt? Die spinnen doch, liebe Freunde. Aber ein solcher Bildungsplan wäre in Bayern unmöglich, weil die Worte Bildung und Plan bei Spinnen nicht zusammengehören. Liebe Lehrer, ist doch wahr. Also mit Verlaub, lieber Ludwig, aber du hast letztes Jahr den Abiturienten erstmals bei den Matheprüfungen die Taschenrechner weggenommen und selber ist er nicht einmal in der Lage, mit Taschenrechner in einem ganzen Ministerium den Lehrerbedarf richtig zusammenzuaddieren. Nicht wahr? Liebe Lehrerinnen und Lehrer, ja. Wieso? Aber, lieber Ludwig, wir müssen unsere Fehler nicht rückgängig machen, sondern besser erklären. Es gab schon immer die Wahlmöglichkeit gegen G8 und G9. Wer G9 wollte, bleibt einfach ein Jahr sitzen. Manche schaffen auf die Art und Weise sogar G11. Die CSU muss sich nicht entschuldigen, sie ist in Bayern eine Naturgewalt, genau wie der Regen. Schauen Sie sich die Kollegen an von der SPD, lieber Markus Rindersbacher und auch Ihr Kollege Florian Dings, Bronholz, das sind ja praktisch Flutopfer. Sie haben nichts außer Hoffnung. Ich muss sagen, das rührt mich jedes Mal ein klein wenig an. Auch ich habe da schon die ein oder andere Träne im Knopfloch erbrechen müssen.
Nein, sicherlich, wenn man sich das aktuelle Kabinett anschaut, dann ist Naturgewalt natürlich. Ja, Gelder müsst ihr selber lachen. Aber ich habe damals noch eigenhändig eine Barbara Stamm entlassen. Und was ist sie heute? Die beliebteste Politikerin Bayerns. Und zwar mit Recht. Liebe Barbara, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sag ja immer, die Ilse könnte genauso beliebt sein wie die St. Barbara, wenn sie Erfolg hat mit der Energiekrise. Energiewende, liebe Steckdosenbesitzerinnen, liebe Kabelträger. Heute wird die Wasserkraft trockengelegt und morgen das Ohmsche Gesetz geändert. Da bleibt für dich, liebe Ilse, immer nur noch schnell zum Sicherungskasten, wenn dem Horst wieder alle Sicherungen durchbrennen. Liebe Ilse, wo ist eigentlich der Söder heute? Wo ist der Söder heute? Bringt er nach seinem Fernsehauftritt bei der Hoam ist der Hoam jetzt das Traumschiff zum Sinken? Ha? Fragen wir doch die Fernsehdirektorin, hochverehrte reizende Frau. Frau Reitz. Brauchen wir eine Frau? Wir brauchen, ich sage es Ihnen mit Impetus, wir brauchen eine eigene Sendung für den Markus Söder. Der wäre doch super für eine bayerische Ausgabe vom Dschungelcamp aus der Oberpfalz. Wer Schäuferle frisst, der kann auch Maden nagen für die Quote. Also der Markus Söder moderiert und die ganzen abgestürzten bayerischen Politstars wie der Schüttelschorsch und die Haratauer kämpfen um die Dschungelkrone. Hauptsache, wir müssen der Leuthäuser Schnarchenberger nicht beim Duschen zusehen. Liebe Gäste, zum Abschluss darf ich Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, den mir Franz Josef Strauß damals in mein Poesiealbum geschrieben hat. Und der geht so. Wenn dir eine Taube auf den Kopf scheißt, dann sei froh, dass Kühe nicht fliegen können. Danke, Servus. Vor 7 Jahren ist Edmund Stoiber als Ministerpräsident zurückgetreten. Seitdem arbeitet er in einem Brüsseler Büro. Ab und zu sieht man ihn noch auf der Geburtstagsfeier von Uli Hoeneß. Aber dass er trotzdem so präsent ist, das verdankt er zum größten Teil seinem Double, meine Damen und Herren. Ich glaube, manchmal wissen die zwei selber nicht mehr, wer der Echte ist, oder? Wie ist das bei... Lieber Wolfgang, wir bedanken uns. Du bist ja von Anfang an mit dabei bei Schwaben-Weiß-Blau. Da sind wir auch recht stolz drauf. Und was viele ja nicht wissen, er ist ja nicht nur Parodist, Kabarettist. Nein, er ist auch Präsident von der Karnevalsgesellschaft Kunstreiter in Kaufbeuren. Also auch ein echter Fasnachter. Wir verabschieden unseren Wolfgang Krebs mit dem Hymnus.